Die Kirche braucht auf ihrer mittleren Leitungsebene eine Frauenquote. Dieser Ansicht ist die Leiterin des Referates für Chancengleichheit der Evangelischen Kirche in Deutschland, Oberkirchenrätin Christine Bergmann. In einem Beitrag für die evangelische Nachrichtenagentur IDEA schreibt sie, 3 von 4 Leitungsämtern sind immer noch mit Männern besetzt. Frauen stellen beispielsweise laut Bergmann Fragen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie anders. Davon profitieren auch die Männer, die sich Zeit für ihre Familie wünschen. Anderer Ansicht ist die jüngste Synodale der württembergischen Landeskirche, Priska Steeb. Die Frauenquote sei das falsche Instrument. Die Kompetenz sei entscheidend, sagt die 25-Jährige. Ich bin der Überzeugung, dass wir in unserer Kirche unglaublich viele kompetente Frauen haben, die es auch ohne eine Quote schaffen, in Führungspositionen zu kommen, so Steeb. Die Zahl der gemeldeten Abtreibungen in Deutschland ist im ersten Quartal 2018 gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Demnach wurden 27.200 Kinder im Mutterleib getötet, 2,2% mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht, Alexandra Linder, überrascht das nicht. Die Tendenz des letzten Jahres habe sich leider trotz einer angeblich guten Beratungsregelung weiter bestätigt. Sie warnte ferner gegenüber IDEA vor einer Aufhebung des Werbeverbots für Abtreibung. Wer den Frauen und Familien wirklich helfen und die Kinder schützen will, sollte sich das genau überlegen, so Linda. Es ist ein Skandal, dass in Deutschland viele Menschen, die Jesus Christus kennengelernt haben und bereit sind, sich zu integrieren, in für Christen gefährliche Länder abgeschoben werden. Diese Ansicht vertrat Uwe Heimowski, Politikbeauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz, auf dem Kongress Angekommen, Angenommen, Integration Wagen, in dieser Woche im christlichen Gästezentrum Schönblick in Schwäbisch Gmünd. In seinem Seminar thematisierte Heimowski effektive Handlungsmöglichkeiten für Christen, die sich politisch für Flüchtlinge einsetzen möchten. Sehen Sie dazu einen Kommentar von ihm. Viele Iraner, viele Afghanen in Deutschland kommen zum Glauben. Man kann schon fast von einer Erweckung sprechen. Und doch werden reihenweise Anträge abgelehnt. Doch wird häufig Integration beklagt. Was können Christen da jetzt tun? Auch in die Politik hinein. Sie können Politikern davon berichten, welche Erfahrungen sie mit Flüchtlingen gemacht haben. Sie können Lokalpolitikern erzählen, Sie können Leuten vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dem BAMF, Sie können Anwälten davon erzählen, wie Menschen hier wirklich integriert sind, wie sie ihren Glauben leben. Und dann setzen wir uns in Berlin auch dafür ein, dass diese Stimmen hoffentlich Gehör finden.